Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie. Wir werden God of War spielen. Ich habe bis jetzt eine Stunde in dem Spiel verbracht, habe die Settings gerade noch angepasst und dann würde ich sagen, legt mal direkt los. Neues Spiel starten, egal was da steht, bestätigen. Ich würde sagen, wir wollen ein ausgeglichenes Erlebnis. Nicht ganz einfach, nicht ganz schwierig. Ich will ja auch irgendwann fertig werden mit dem Spiel. Und da sehen wir ihn schon. Den Gott des Krieges. Ist es sein Handabdruck? Ich glaub nicht. Der hat größere Flossen. Oh je, er muss den Baum echt gemocht haben. Oder auch nicht. Wieso schaut der jetzt so drastisch? Oh oh. Ich glaube, ja, dem Baum geht's an den Kragen. Leviathan-Axt, tu deinen Job. Ich habe nicht so viel Kraft im Oberkörper. Ich glaube, wenn ich so einen Baum fällen würde, bräuchte ich schon eine Kettensäge. Na gut, wieso haben wir das jetzt gemacht? Ich werde den garantiert nicht irgendwo hinschleppen. Na, vielleicht ja doch. Der sieht so aus, als ob er den tragen will. Ah, nee. Er wollte nochmal sentimental an den Stamm fassen. Ja, ist ja gut. Es war doch nur ein Baum. Hab einen. Ist das mein Junge? Hallo Atreus. Steig jetzt in das Boot. Ich glaube, ich bin kein guter Papa. Ich kenne übrigens hier auch nichts über die God of War Lore. Ich werde das hier, wie heißt das so schön, raw doggen. Ich nehme das Spiel so, wie es kommt. Mensch, bin ich stark. Vielleicht ist in diesem Universum aber auch, sind die Bäume aus so einer Art Styropor. Das wird sowohl das mit der Axt erklären, als auch, dass ich das hier so leicht tragen kann. Weiß ich nicht. Ins Wasser mit dir. Na, wann haben wir den zerteilt? Junge. Der war vorhin größer. Na, ist ja anscheinend auch sehr kalt draußen. Da kann sowas leicht passieren. Das reicht aus. Yeah. Dann ruder ich mal schön. WASD. Wer hätte es gedacht? Ruder, Vater? Ruder, Ruder. Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denk nicht weiter darüber nach. Ja, Vater. Denken schadet deinem Gehirn. Für die Strecke bin ich jetzt mit dem Boot gefahren. Na super. Hätte ich auch laufen können. Echt krass, wie der das macht. Ich krieg vom Zusehen Rückenschmerzen. Nee, ich hab echt Rückenschmerzen gerade. Ich hör mal auf, mich wie ein Schrimp hinzusetzen. Ja, vielleicht auch nicht. Dann passt die Mikroeinstellung nicht. Atreus, weise mir den Weg. Hui. Nicht sehr gesprächig, die zwei. Oh, da ist so ein Gesicht eingemeißelt in den Baum. Oh, vielleicht doch nur ein Astloch. Mit so einem Gesicht hätte er mir sympathischer. Wäre mir sympathischer gewesen.
So, ich trag den keinen Meter weiter. Atreus, du machst den Rest. Das war der letzte. Wie viel habe ich denn schon getragen? Ich glaube, ich habe leichte Aggressionsprobleme. Wird irgendwie ja zum Charakter passen. Oh je. Da liegt ein Leichensack. Mit einer Leiche drin. Würde ich mal schätzen. Eine PS5 wird es nicht sein. Dort sehe ich meine Mutter. Dort. Was ist denn passiert mit der Mama? Vater. Und mit dem Vater? Nee, das ist ja unsere Mutter. Schon rufen sie nach mir. Wollen wir die grillen oder warum machen wir da Kräuter drauf? Schon rufen sie nach mir. Schon rufen sie nach mir. Ich höre nichts. Schon rufen sie nach mir. Oh oh. Haben wir was falsch gemacht, Papa? Sie ist bereit. Na ja, gut. Schwerer als der Baumstamm wird sie ja kaum sein. Finde nach Hause. Du bist frei. Vielleicht sollte ich nicht über den traurigen Moment hier rumlabern. Na, es ist ein Let's Play. Ich habe keine Ahnung, wie die gestorben ist. Vielleicht war das so eine ganz alte und das war einfach ein natürlicher Tod. Das glaube ich aber irgendwie nicht. Ja, schön auf die Birken. Das ist mal ein guter Feuerstein. Ich hatte damit bis jetzt noch keinen Erfolg. Also unrealistisch. Normalerweise hätte es locker 20 Minuten gedauert, bis das ordentlich brennt. Ich glaube, so lange wollten sie uns nicht warten lassen. Wieso klaust du denn ein Messer? Tut mir leid. Schon okay, Junge. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Sehr schön. Hab ich was zum Schnitzen oder? Kannst du jagen? Ja, hoffentlich. Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt. Und was jagen wir? Ich hätte Lust auf einen Schnitzel. Ja, die werden nicht einfach so im Wald rumlaufen. Ja, meine Frau war echt heiß. Und ist es immer noch. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Nee, gut. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Na dann, hier lang. Das sind keine guten Anweisungen. Vater, warum tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Was für eine Reise? Hängt ganz von dir ab. Jage. Was hast du gefunden? Spuren. Aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter.
Wie sieht er das denn? Sehen Sie sich mit? Ja. Drücken Sie I, um die Kameraeinstellung zu öffnen. Ich würde sagen, das passt. Weg damit. Ja, ist ja gut. Loot. Was bist du denn? Hacksilber. Ist das wertvoll? Ich weiß es nicht. Oh, ein kleines Boot. Verloren und wiedergefunden. Neues Artefaktset. Verlorene Spielsachen. 1 von 4. Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Oh, was jetzt? Weiß ich nicht. Spring. Über die Spalte springen. Oh. Mich jetzt auf die Fresse gelegt. Hirschspuren. Frisch. Hier lang. Was für Hirschspuren? Das sind Backsteine. Der Junge hat keine Ahnung vom Jagen. Ja, das nenne ich Hirsch. Gefunden. So sehen die bei mir in der Gegend nicht aus. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Ja, mit dem Hacksilber. Und eine köstliche Truhe mit Hacksilber. Wer hätte es gedacht? Die Truhe kann man jetzt aber nicht verwenden mehr. Was ist denn das hier? Hacksilber. Muss ich da was machen? Wieso leuchtet die Kette denn so schön? Ist egal. Komm mal vielleicht später dazu. Oder früher. Wie kommen wir jetzt rüber? Springen und ducken. Leviathan-Axt. Linkes Control. Ja, das sieht doch gut aus. Wie kriege ich die Axt zurück? Oh, was ist hier passiert? Und springen. Da ist der. Warte. Du solltest warten. Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur! Schieß nur, wenn ich es dir sage. Ich bin ein guter Vater. Das ist belanglos. Mach es besser. Hm. Finde ihn. Hm. Finde ihn. Ich glaube, wir haben so einen richtig dicken Baumstamm im Arsch. Vielleicht sollte ich mich doch mit der Lore beschäftigen. Ah, mein Bogen! Nein, du bist nicht bereit. Bleib zurück. Na gut. Wieder mit dir, Kreatur des Waldes. Kann ich eigentlich nicht ausweichen? Also Gegner fixieren kann ich. Ich würde gerne ausweichen. Irgendwas zum Ausweichen. Ist hier gut. Kuh zum Blocken. Wo kommst du denn her? Ha, aufs Fressbrett. Blocken. Das hat nicht gut funktioniert. Das hat schon besser funktioniert. Ja. Wieso seid ihr denn so viele? Achso, Space zum Ausweichen. Jetzt habe ich es auch gelesen. Ja, wie viel haltet ihr denn aus? Ich dachte, ich bin so übermächtig. Für so billige Waldzombies oder was ihr seid, seid ihr überraschend. Ich war noch nie so nah an unserem Wald. Ja. Weiter. Oh, mein Bestarium wird aktualisiert. Und du bist was? Hoffentlich nicht Hacksilber. Ne, steht gar nicht dran, was es war. Kann ich einfach meinen Jungen zurücklassen? Der Hirsch ist hier lang. Ja. Du sollst ihn finden, nicht ich. Das sieht alles so interessant aus.
Und der Hirsch war eigentlich cool, den will ich gar nicht jagen. Im alten Tempel. Ich darf da aber nicht rein. Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Ja, das sehe ich doch mal ein. Da. Mensch, ich habe damals meine Fruchtzwerge aber gegessen. Muss ich sagen. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Das heißt, bitte. Von hier? Wir sollten näher rangehen. Na, siehst du. Nutz dein Hirn, Junge. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Ja. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war an der Zeit. Verstehe. Wieso brennt hier denn noch Zeug? Was für ein Ding? Ach, ich glaube, das ist Gesundheit. Ach komm, hier kann ich aktuell nicht durch. Gesundheitsbalken. Wusste ich doch, dass das die Dinger sind. Weg mit euch. Ja. Das Kämpfen macht aber ganz schön Spaß. Nur irgendwie wirken die Gegner schon ein bisschen spongy. Vielleicht ist meine Axt einfach nicht gut. Nieder mit dem Regime. Wo bist du hin? Kollege, komm mal aus der Wand raus. Und schön liegen bleiben. Schön, das gab XP oder EP. Je nachdem, welche Sprache man denn sprechen will. Eine Gette. S. Okay. Und was muss ich jetzt... Du hast es festgefroren. Ja. Truhe, Truhe, Truhe. Her mit dem Schatz. Hoffentlich ist eine bessere Axt drin. Was? Er braucht das nicht mehr. Hacksilber. Wofür brauchen wir denn so viel Hacksilber? Also... Tja. Jetzt geht's nicht mehr zurück. Ja, mit dem schönen Loot. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, ist ja recht. Wenn hier so schön nordische Truhen mich anfunkeln, dann muss man die praktisch einsammeln. Na gut, die Kette, vielleicht kommen wir da zurück. Oh je, das ist eine Red Flag hier. Definitiv. Warte, sieh nur. Was soll ich sehen? Warte auf mein Zeichen. Mhm. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Ziele ganz ruhig und atme ein. Ausatmen und loslassen. Ich hab ihn. Gut. Yay. Heute gibt's schön Hirschfleisch. Er lebt noch. Ja, mach ihn kalt. Kannst ihn ja nicht leiden lassen. Dein Messer. Mitten ins Auge. Nein. Bring es selbst zu Ende. Na komm schon. Ich würde es auch nicht machen. Danke, Papa, das hilft.
Ich weiß gar nicht, was wir gegen den Hirsch hatten. Halt dich gut, Kleiner. Bitte schön. Nächsten Hirsch killst du aber ganz allein. Was ist denn los? Was ist denn jetzt? Lass den Hirsch los. Das ist meine Beute. Ich verstehe kein Wort. Wir haben keine Wahl. Nicht wirklich. Ja, F drücken, Pfeile schießen lassen, Control gedrückt, drücken sie dann F, Gegner anvisieren, Pfeile, auf die Kniescheibe, weiß ich nicht. Wo ist denn meine Axt? Entschuldigung, hab nicht aufgepasst. Mache ich das gut? Ich glaube, ich mache das nicht gut. Nein? Ja, ich bin vorsichtig. Mein zweiter Vorname. Oh, anscheinend doch nicht. Entschuldigung, ich dachte, du wärst soweit. Alles gut. So ein kleiner Hinkelstein macht mir doch nichts aus. Ich bin der Gott des Krieges. Das war jetzt auch mein Gedanke. Ich war nicht vorsichtig. Oh je. Oh je. Stein in die Fresse bekommen. Enter. Interessante Taste. Wie viel über die Taste reden könnte. Ich glaube, ich muss mehr ausweichen. Der hat Schwachpunkte. Ausweichen. Ausweichen. Zurück, Junge. Alles gut. Vorsicht, Junge. Geh mal da weg. Geh mal da weg. Vorsicht, Atreus. Ich treffe ihn. Warum steht er noch? Nicht da! Voll auf die Rübe. Geh mal weg. Verdammt, schneller! Ich arbeite dran. Vorsicht, Junge. Du kriegst gerade ordentlich aufs Maul. Was macht denn der Troll da? Schieß! Au. Dies ist jetzt so hell geworden. Schön aufs Bein. Entschuldigung. Lass mein Junge in Ruhe. Drecksvieh. Und mein Hirsch. Au. Kann ich nicht, ich bin tot. Ja, ja. Soll der so schwer sein? Soll der so schwer sein? Au. Au.
sich ja einfach mit der Umgebung arbeiten. Ja, das sehe ich auch. Au. Au. Da sterbe ich ja gleich wieder. Ich brauche mehr Zeit. Ja, und ich brauche eine bessere Waffe. Kann ich die Waffe nicht irgendwie werfen? Oh, ich bin gleich wieder platt. Hab ich was im Inventar, um mich zu heilen? Ich glaube nicht. Hölzerner Griff. Das bringt hier alles noch relativ wenig. Wieso ist der Kollege so stark? Du kriegst es schon hin. Ich glaube an dich, Atreus. Na komm hier. Putt, putt, putt. Mach mal hier den Felsen kaputt. Macht ihn jetzt nicht wirklich Schaden. Macht ihn nicht wirklich Schaden. Ich glaube, das ist auch nicht die beste Strategie. Ich brauch Leben. Doch leben. Au. Ja. Yeah. Fernkampfangriff würde ich jetzt bevorzugen. Glaub, gleich hat er mich wieder. Schön in die Fresse. Nein, Atrio. Entschuldigung. Greif lieber wieder meinen Sohn an. Ja. Na also. Der stärkste Gegner im Spiel? Ich hoffe doch. Nein! So, nur nicht zu gierig werden. Oh, ich habe wirklich kaum noch Leben. Ja, ich habe wieder Leben. Wo kam das denn her? Mach mal mehr Schaden, Junge. Ja, nicht an dir selber. Mir geht's nicht gut. Töte du ihn. Obwohl, ich will die Lorbeeren. Danke, dass du ihn auf dich lenkst. Sehr schön. Hat geklappt. In die Fresse. Jetzt musst du garantiert zum Zahnarzt. Und zu einem Chiropraktiker. Der Nacken ist mindestens verstaucht. Junge. Ganz ruhig. Ich hab keine Angst vor dir! Ich schon. Hey, er ist schon du tot. Nichts gegen mich. Junge, sieh mich an. Sieh mich an, Junge. Junge, sieh mich an. Schau mir in die Augen, Kleines. Erledigt. Ja. Und ich bin nur zweimal gestorben im Einführungskampf. Was?
Im Ernst? Aber der Hirsch! Ich hab mich bewiesen! Ich bin bereit! Wir gehen nach Hause. Na nee, gut. Ich glaube, ich bräuchte eh mal eine heiße Dusche. Ich bin krank. Ich kann das. Wieso warst du krank? Du bist nicht bereit. Nicht weggehen vom Loot. Bist du denn völlig deppert? Ich will nichts mehr von dir hören. Ja, halt mal die Schnauze hier. Hey, wer bist du denn? Wieso kann ich dich nicht looten? Schön durchs brennende Tal. Mal ein bisschen die unteren Pfoten aufwärmen. Komm, Atreus. Ich schmeiß dich nach oben. Na gut, das sah ein bisschen cooler aus. Ich hätte es mir witziger vorgestellt. Man muss er nicht so dramatisch machen. Irgendwie. Aber ich muss doch irgendwie meine Axt werfen können. Wieso konnte ich das nur vorhin? Naja. Gegner betäuben. R3. Ich habe kein R3. Angriff in schneller Folge fügen dem Gegner Betäubungsschaden zu. Der Balken füllt sich. Wenn der Balken voll ist, ist der Gegner betäubt. Drücken Sie mittlere Maus, um einen betäubten Gegner zu greifen. Pfeile und Angriffe mit bloßen Händen fügen zusätzlichen Betäubungsschaden zu. Kratos kann mit bloßen Händen kämpfen, wenn er mit 1 die Axt wirft oder verstaut. Na gut, dann mal ohne Axt. Sehr gut. Zerreißt das Biest. Oh, da sind noch welche. Ich muss auf jeden Fall rausfinden, wie man die Axt wirft. Bist du schon betäubt? Nö. Her mit dem Loot. Her mit dem Loot. Na, da liegt zumindest ein bisschen was. An Hacksilber sollen wir nicht... Soll es uns nicht mangeln. Helf-Item. Und du bist ein was? Ein Siegel. Kriegst du den immer noch nicht auf, hm? Sei still. Tja, da hat mich mein Sohn wohl gedisst. So, Axt werfen, das muss doch gehen. Muss ich irgendwas halten dazu? Rechtsklick ist es nicht, das ist ja ein schneller Angriff. Muss ich was anvisieren, damit ich die werfen kann? Vielleicht. Ziel zu wechseln, okay. Einstellung, eine meiner Lieblingssteuerung anzeigen. Axt zurückrufen, eine Sohnaktion. Waffe werfen. Sprintkamera. Spartas Rage. Betäubungsangriff ausweichen, blocken, anvisieren, verstauen, ziehen, zielen. Mach ich doch alles. Na, ich werd's rausfinden. Na, das ging doch. Und fort mit dir. Wirf die Axt. Wirf sie doch. Na gut. Wir üben das noch. Und ausmaulen. Sehr schön. Oh, nicht zurückkommen. Keine Ahnung. Die Axt ist wirkungslos. Ich weiß, was das heißt. Mit bloßen Fäusten. Und mit Pfeilen. Tschüss. Also die Kämpfe machen schon Spaß. Außer gegen den Troll, der war ein bisschen heftig. Der war ein bisschen heftig. Und ich habe gesagt, du sollst still sein. Ja, das stimmt. Da kann ich mich dran erinnern, dass ich das gesagt habe.
So, wie werfe ich eine Axt? Ich muss was anvisieren. Und jetzt kann ich sie werfen. Ah. Control gedrückt halten. Man muss es nur oft genug falsch machen. Jetzt kann mir kein Gegner mehr was entgegensetzen. Wird auch gut so sein. Ist hier Hirschgeweih hinter uns? Nee, das sind nur Wurzeln, die so ähnlich leuchten wie das Geweih. Wird bestimmt einen Grund haben. Und seit wann kommen Draugar so nah ans Haus? Und was war das gefrorene Ding, das uns angeht? Woher soll ich das wissen? Sei still. Ja. Wir sind fast zu Hause. Halt die Klappe. Ihr habt doch keine Ahnung. So, wir sind zu Hause. Ich geb knacken, ich geb hin. Ins Haus, Junge. Könnt mal echt mal wieder aufräumen hier. Ah, und ich sollte mal in so eine Aggressionstherapie gehen. Die Asche ist noch relativ warm, würde ich mal sagen. Machen wir da jetzt ein Amulett raus? Oder packen wir das in eine Urne? Ich weiß wieder so viele Fragen. Ah, in ein Stoffbeutelchen. Wird bestimmt irgendwann mal nützlich sein. Oder man kann es verkaufen. Ich hoffe, den Nippel da muss ich nicht zensieren. Ah, jetzt ist er eh weg. Ah, da ist er wieder. Ist ja zum Glück ein männlicher Nippel. Bäm, Tür zu. Jetzt wird erstmal gerastet. So. Das ist ungerecht. Ja, ja. Du warst so zornig. Das Ding wollte uns töten. Und du bist auch wütend im Kampf. Zorn kann eine Waffe sein. Wenn man ihn kontrolliert. Nur dann. Aber du kannst das nicht. Verliert man... Ich war lange nicht mehr krank. Ich fühle mich besser. Na schön. Oh, mein kleiner Sohn hat auch Wutprobleme. Zehn Finger. Ich soll dich schlagen? Du sollst es versuchen. Au! Warum? Versuch's nochmal. Was soll das? Zu langsam. Versuch's nochmal. Hör auf! Schwach. Nochmal. Nochmal. Hör auf! Nochmal! So viel zu, der hat sich im Griff. Dein Zorn. Er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Und du, Atreus, bist einfach nicht bereit. Ja. Was war das? Still. Hört sich an wie ein Drache. Los, komm raus! Ah, zumindest klopft jemand. Bringt dir nichts mehr. Ich weiß, wer du bist. Was will der? Kennst du ihn? Und viel wichtiger, ich weiß, was du bist. Junge, unter dem Boden. Los! Aber ich darf doch da nicht runter. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wovon redet er? Ich weiß es nicht. Rein da. Rein mit dir. Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden. Keine Ahnung, wer du bist, Mann. Ich dachte, du wärst größer. Aber du bist es, eindeutig. Ja. Weit weg von zu Hause, oder? Weiß ich nicht. Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich hab es nicht. Du solltest gehen. Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre. So viel besser als wir. So viel schlauer. Definitiv nicht. Versteckst du dich hier draußen im Wald?
wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Oh. Oh doch, ich denke schon. Hey, das war meine gute Seite. Was ist das denn für ein Arschloch? Von hier. Du musst mich schon töten, damit das passiert. Na gut, das kriege ich hin. Au. Doch nicht auf die gleiche Stelle. Ich hab dich gewarnt. Endlich. Du wolltest nicht hören. Ja, und jetzt musst du fühlen. Nein, nein, nein. Nein. Ich bin dran. Mensch, der hat einen Bums drauf. Wirklich unglaublich enttäuschend. Ja, Entschuldigung. Na dann komm. Sinnlos. Was nennst du hier sinnlos? Wieso kämpfen wir? Können wir das nicht einfach ausdiskutieren? Wie normale Menschen. Du langweilst mich. Das tut mir aber leid. Immer noch gelangweilt. Ich versuche die Steuerung zu lernen, also würde ich sagen, ja. Bisschen ungewohnt hier. Hey, wo schlag ich denn hin? Was denn? Ja. Ja, die Steuerung ist auch sehr ungewöhnlich für eine PC-Steuerung. So viele Tasten. Au. Du bist nicht besonders helle. Nee, hoffentlich nur stark. Ist das etwa schon alles? Ich hoffe nicht, aber ich fürchte ja. Selber, hahaha. Ich halt echt nicht mehr viel aus hier. Stirb mal schneller. Au. Au. Der hat mich gut gehandelt. Sag, was ich wissen will. Der Schmerz hört auf. Ganz einfach. Ihr habt doch keine Ahnung. Wieso sind da drin zwei Betten? Na, das läuft doch hier. Hau schneller drauf. Na, komm schon. Etwa einen bunten Punkt getroffen? Nein, nein. Nur meine Niere. Kämpfe sind cool. Ich wünschte, ich wäre besser. Langsam und alt. Du hättest nicht nach Midgard kommen sollen. Ich bin vielleicht nur ein bisschen eingerostet. Oh, oh. Heil dich doch nicht. Willst du es nochmal versuchen? Du redest zu viel. Und du haust auch zu viel. Ah. Hier wollte ich immer schon mal rein. Na schön. Vielleicht redet ja derjenige mit mir, den du da im Haus versteckt hältst. Nein.
Los, Berserker Rage! Sehr gute Attacke. Wer ist es? Wen soll ich nicht finden? Niemanden. Ich glaube, jetzt mache ich schöne Attacken. Tschüss, Fremder. Ja, ich. Nein. Nix sinnlos. Du langweilst mich immer noch. Tut mir ja leid. Lieber ohne Axt kämpfen. Lieber ohne Axt. Mache ich viel mehr Schaden gerade. Was hast du zu verbergen? Gar nichts. Ich würde sagen, ich habe gar nichts zu verbergen. Ich auch nicht. Geh doch mal drauf. Nein, ich gehe wieder drauf. Nein! Ich glaube, das hätte ich schaffen müssen. Ich glaube, das hätte ich schaffen sollen. Sinnlos! Komm schon, mach ihn fertig. Mach ihn kaputt. Immer noch nichts. Komm schon, mach ihn fertig. Schau mal jetzt mal, wer der Narr ist. Ich brauche zwar zwei, drei Gelegenheiten, aber dann finden wir es raus. Au. Dafür habe ich keine Zeit. Bist du einer von den ganz Fiesen? Guck mal, du hast nur noch ein Lebensball. Das sollte ich diesmal schaffen. Hey, wo kommst du her? Findest du das immer noch so sinnlos hier? Ja, du mich auch. Ein gewalttätiges Spiel. Na, diesmal habe ich es gut gemacht. Ich dachte, er ist gelangweilt. Ich glaube, wir sollten den töten. Na, das reicht hoffentlich. Die ganze Welt verschiebt sich. Zimmer fertig. Ich glaube mal. Na gut, aber ich würde sagen, lass mal das einfach weiterlaufen. Das wäre doch hier ein guter Zeitpunkt, um die Episode zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.